Servus und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit dem Wolf, der sich aktuell in Sargot aufhält und ja, die Hälfte seiner Soldaten ist verwundet, weil wir noch auf die Schnelle die Vorräte vergiftet gekriegt haben. Ganz toll und ganz nett und überhaupt, also ja, das westliche Imperium besteht halt aus ziemlichen Arschgeigen. Aber okay, wir gehen jetzt doch kurz nach Charas und dann schauen wir mal, dass wir da nochmal kurz die ganzen entsprechenden Verkäufe vornehmen von unserem Equipment. So. Kurz hier schauen. Na wohl, was habt ihr hier so rüstungstechnisch da? Ist da irgendwas Sinnvolles? Nee, nicht wirklich. Nee, die haben hier allgemein nicht so wahnsinnig viel Zeug. Okay, kein Problem, ich wollte es nur wissen. Gut, dann nach Jakulan. Richtig schön viel Geld kriegen wir hier zusammen. Das ist sehr, sehr gut. Wir kriegen ja dann auch noch diese ganzen Tributzahlungen, ne? Ja. Tribut sind 525 und 1100, immerhin. So. Gut, was haben wir hier noch? Ja, Painted Clothes Salad, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Leider sonst nichts Interessantes dabei. So ein paar Plattenstiefel, aber nee. Und ab nach Galland ist ja auch gleich in der Nähe. Mann, 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 ey. Also wieder handeln, durchschnittlich wohlhabender, okay. Jawohl. Rüstungen. Painted Salad, Painted Clothes Salad, nee. Ist nichts, was wir... Oh, Gold Plate Clothes Helmet. Warte mal. Ich meine, klar, wir haben schon so einen Helm, so einen geschlossenen Goldhelm, aber ganz ehrlich, die können ja trotzdem mal einen kaufen. Wir können ja mal anfangen, uns so für die Gold, für eine Goldrüstung wieder Teile zu kaufen. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Da, komm, why not? Dann nehmen wir das hier noch mit. Habt ihr hier noch irgendwas Schönes zum Kaufen, eventuell? Was ist das? Tabard over Plate Armor? Wie sieht denn das aus? Nur aus Interesse. Interessant, interessant. Das, aber... Tabard über Plate Armor. Körperpanzerung 50. Warte mal, wie sieht das aus? An sich eigentlich ganz cool, warte mal. Doch, doch. Aber die kriegt er nicht zum Anziehen. Er kriegt eine Goldrüstung. Aber wir nehmen das trotzdem mal mit. Genau, warte mal. Dann haben wir doch hier, wir haben doch noch diesen geschlossenen Goldhelm. Nicht geschlossenen Goldhelm, den geschlossenen... Was war das? Painted Salad? War es das? Painted... Was war das hier? Painted Closed Salad? Ach so, so sieht das dann aus. Nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, warte mal, dann haben wir quasi... Ich schau dann direkt mal hier. Genau, nehmen wir das auch noch mit. Da haben wir quasi... warte mal, was, wir haben zwei davon?
Ach so, ach, der verkauft zwei. Okay, nee, dann haben wir hier einmal eine Gold, da kaufen wir uns eine Goldausrüstung und da kaufen wir uns eine normale Ausrüstung. Quasi, also eine normale Plattenrüstung noch für weitere Begleiter. Was haben wir hier? Battered Plates? Nee, Battered brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hm, okay. So. Moment. Wird der ganze Scheiß hier verkauft? Wunderbar. Sehr schön. Na doch, doch. Die Tour hier ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Das freut mich doch sehr. Wir haben richtig viel Kohle mittlerweile. Das ist richtig schön. Kriegserklärung an Sturgiana. An sich, ja. Ja, stimmt. Doch. Gut, müssen wir schnell sein. Wir bleiben jetzt aber erstmal defensiv. So, das ist jetzt nur, damit wir da Bescheid wissen. Ich will da selber hingehen. Das Schwein hat bei Burg Vladiv eine Armee ausgehoben. Oho. So. Okay. Den ganzen Scheiß will ich jetzt aber trotzdem loswerden. Weg damit. So. Habt ihr noch irgendwas? Plate Close Helmet. Worn Open Salad. Achso, das ist dann so ein offener Helm. Hm. Ich mag eigentlich diese offenen Helme lieber. Ah, müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Kurz hier gucken, was gibt's hier? Oh, eine volle Goldplattenrüstung mit Rondell. Und eine Vollplatten... Oh! Wolfi, du kriegst eine neue Rüstung. Guck mal! Cool! Dann verkaufen wir die hier. Kaufen das Ding. Jawohl. Oh, geil! Warte mal, die Battered Plate Armor können wir eigentlich noch behalten. Okay, okay, das ist sehr, sehr cool. Wunderbar. Das war's aber, oder? Da gibt's sonst keine... Ja, also, da gibt's sonst nichts. Ich bin enttäuscht. Das ist so wenig. So, Entschuldigung, bin ich kurz drangekommen hier. Battered Plate... Was haben wir hier? Ja, Plate Boots hier. Okay, dann kaufen wir hier auch nochmal normale Plate Boots. Wir bräuchten irgendwann mal Gold Plate Boots oder sowas. Ah, Plattenhandschuhe gäbe es hier noch. Genau. Nehmen wir noch mit. Alter Vater. Also, ich glaube, wir sind dann auch so ziemlich eigentlich durch mit Verkaufen. Ne? Wir haben sonst soweit nichts mehr zum Verkaufen. Ja. Tatsache. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier noch kurz die ganzen... Also wir gehen jetzt da hinten nicht mehr hin, sondern wir machen uns jetzt mal sukzessive auf den Weg. So, kurz noch in den Handel. Weil da würde ich mir nämlich noch ein paar Begleiter holen. Das ist, wir haben jetzt hier wieder für zwei Leute dann Ausrüstung. Das wäre ja nicht so ungeil. Schwere Schuppenpanzer über Kettenrüstung. Alter, 57er Körperpanzerung. Uff. Ne, ansonsten habt ihr nichts. Ist okay, wenn ihr nichts habt. Dann gehen wir nach Karbanset. Die Armee des Schweins. Die läuft da jetzt erstmal rauf. Verstehe. Oh. Omo wurde erobert. Dolentos. Aha. Sturgia. Mit wem ist Sturgia im Krieg? Nur mit uns. Okay.
Sieber. Ich meine, Burg Takor könnte ich ihn ja erstmal lassen. Ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Ich meine, Omor, wenn sie sich nochmal Omor zurückholen könnten. Ich will die ja eigentlich nicht komplett ausrotten, Sturge. Ja, das wäre ein bisschen... So, warte mal, was ist hier? Caravans raided. Aha. Na gut, Karawanen haben sie geradet. Ist zwar blöd, aber kann ich jetzt nicht verhindern. So, wie sieht's aus? Was verkauft ihr hier? Sell it, Warren open, sell it. Okay, okay. Ach, das wären hier noch so Platten-Dinger mit Cape dran. Sieht halt auch ganz cool aus, ne? So mit Cape. Nehmen wir mal mit. Why not? So ein bisschen beim Shoppen. Dann... Oh ja, goldene Plattenhandschuhe. Haben wir ja gesagt, brauchen wir noch. Und ja gut, dann können wir aber das ver... Obwohl... Komm. Können wir mal eine zweite Reihe aufmachen. Also wir haben jetzt den Goldplattenhelm. Dann nehmen wir noch hier diesen... Was war es hier am Kopf? Warren Open Salad. Können wir kaufen, ja, theoretisch. Hat dieselbe Panzerung, sieht halt nur ein bisschen schäbiger aus, aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Gut. Also das heißt, wir haben hier im Grunde mittlerweile schon dann bald drei aus... Ja, wir haben bald drei Ausrüstungen, ne? Tatsache, wir haben drei Ausrüstungen. Holy fuck. Ja, nicht schlecht. Ist aber kein Problem. Wir haben ja das Geld. Ab nach Dunglanis, bitte. Ich meine, das Schwein wird alleine schon mit seiner Armee den Gegner ziemlich ins Schwitzen bringen. So, was habt ihr denn hier? Ah, okay, ihr habt leider gar keine interessanten Helme oder sowas. Schade. Habt ihr hier noch irgendwas Spannendes? Nicht wirklich, gell? Nö. Habt ihr nix. Ne. Gut, dann nicht. Dann nach Maronat runter in meine Heimatstadt, die mittlerweile gar nicht mehr Batania gehört, sondern irgendwelchen anderen Knilchen. Ja, ich hätte halt mit der Rekrutierung, mit der Kriegserklärung noch ein bisschen gewartet, aber... Naja. Was soll man machen? So. Ne, Warren Salad, das ist jetzt nichts, was wir dringend bräuchten. Ne, auch das ist alles jetzt nichts. Ne. Gut, haben wir uns das auch angesehen. Ab nach Seonon. Oh, da ist eine Karawane. Ja, guck mal an. Hallo. Das ist ja putzig. Easy going. Dankeschön. Gut, nehmen wir den Scheiß mit. Wir gehen nochmal... Ah. Der Nicht-Angriffspakt ist expired. Das ist natürlich schade. Gut. Was haben wir denn da alles? Der ganze Scheiß kann weg. Super. Und dann gehen wir noch zum Tavernenbezirk. Können wir die Gefangenen auch gleich noch loswerden. Angeheuerte Speerkämpfer könnten wir eigentlich... Ja, wohl. Nee, nee, Alter. Die level ich jetzt nicht extra noch hoch.
Klar, ich könnte diese Karawaneneinheiten noch mitnehmen, aber nee, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich absolut nicht ein. So, wer hat jetzt noch einen Punkt gekriegt? Ah, wurde schon vergeben. Ja, toll. Was behelligt ihr mich dann damit? Alter! Die Karawane zu raiden hat direkt gleich mal 3 Punkte hochgeschraubt. Du liebe Zeit. So. Mal gucken. Okay, nee, ihr habt hier leider nur diese ganzen ganz normalen Sachen. Nee. Okay, vergesst das. Wir gehen wieder. Und zwar gehen wir jetzt nach Epikrotea. Genau. Da gehen wir hin. Und von dort aus geht's dann weiter. Was macht das Schwein eigentlich? Ach, die wälzen sich jetzt da hier so ein bisschen durch. Naja. Ah, Punkt wurde bereits... Ah, nee, warte mal. Ich habe doch noch einen Punkt, den ich vergeben kann. Bei Gaunerei, ja, natürlich. Sind wir hier Teil der Familie. Ist okay. Machen wir das so. Ich meine, diesen Gaunerei-Trade ist halt einfach... Ich brauch's nicht so viel irgendwie. Es ist halt nur praktisch, wenn man das hochlevelt, weil man dann mehr Beute bekommt. Und gerade bei uns jetzt hier, wo wir doch ziemlich auf Beute achten, ist das schon ziemlich geil. So, warte mal. Wir haben eindeutig jetzt nochmal Kaufbedarf hier. Wie sieht's aus? Komm, bitte. Was habt ihr denn da alles? Nee, da ist irgendwie nicht so recht was dabei, ne? Painted Clothes Salad vielleicht, ja. Das vielleicht noch am ehesten, ja. Wir haben Worn Opens... warte mal, wir haben jetzt erstmal einen Gold... Wir haben einen Goldhelm, wir haben einen abgetragenen Helm. Gut, dann nehmen wir hier noch so einen... Painted Clothes Salad mit. Nicht beide, einen. So. Das heißt, 3 Teile hier, 3 Teile da. Mhm, jetzt brauchen wir nur noch Stiefel. Stiefel. Was gibt's hier noch zu kaufen? Ne, keine Rüstung, die für uns interessant wäre. Handschuhe brauchen wir. Ja, Goldplattenhandschuhe sind zwar ganz nett, aber die brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Plate Boots. Na, guck mal an. Wie sieht's aus? Wir haben 2-mal Plate Boots. Gold Plate Boots haben wir leider keine, gell? Irgendwie gibt's die da nicht. Stimmt, das ist das Einzige, was uns bei der Goldausrüstung noch fehlt. Hm. Schade. Ja, gut. Ist halt so. Kann ich nicht ändern. Gut, dann gehen wir noch nach Omor. Wäre ja zu lustig, wenn Omor jetzt tatsächlich... Ah, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Wenn Omor jetzt tatsächlich auch noch irgendwie Goldausrüstung hätte. So. So, Lella, wie sieht's aus? Ihr habt da leider nicht so wirklich was Besonderes, ne? Nee. Klar, die Stadt gehört denen ja auch noch nicht so lange. Nee. Sad. Gut, okay. Das heißt, wie wir jetzt damit durch sind, können wir noch nach Balgard schauen und dann müssen wir mal sehen. Ich würde ansonsten nämlich noch mal ein paar Begleiter dazu holen. Also 2 oder 3. Aus Sturgia. Einfach deswegen, weil ich ja die Siedlungen irgendwie jetzt dann auch verwalten muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Na komm. Zeigt mal her, euer Zeug. Mhm. Okay, nee, das ist nix.
Habt ihr hier irgendwas? Nee. Ah, die hätten Battered Plate Boots, aber... Ja gut, andererseits... Komm, scheiß drauf, wir kaufen die jetzt trotzdem. Wir nehmen die mal mit. Diese etwas abgetragenen. So, und jetzt schauen wir mal gerade. Helden. Sturgia Wanderer bräuchte ich. So. Okay. Ich sehe, wir haben den Markt schon weitestgehend leer gekauft. Oh shit. Okay. Nehmen wir den Herrn Pol Blutaxt mal. Den nehmen wir mit. Und die Schildmaid nehmen wir auch mit. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, wie es da weitergeht. Ich will nur, dass die theoretisch in der Lage sind zu verwalten. Und da brauchen wir noch welche. It's been a while. Ja, ja, ist okay. Jemand wie euch kann ich in meiner Kompanie gebrauchen. Komm mit. So. Oh, da kommt der Feind. It's been a while. Ja, ja, genau. Du kommst gleich mal mit. So. Kann ich dir aus meinem Trupp irgendwie... Kann ich da was machen mit denen? Weil wir sind jetzt doch ein bisschen zu viele Leute. Nee, so nicht. Clan. Kann ich mit denen irgendwas machen? Hier, die Schildmaid. Wo ist denn die zum Beispiel? Also erstmal benennen wir dich um. So, fangen wir mal damit an. Gut. Kann ich mit der irgendwas hier... Irgendwas machen? Your high. Ja, ja. Ach so. Okay, okay. Ja, keine Ahnung. Okay, die kann ich jetzt theoretisch hier... Oder warte mal. Lehen. Burg Vlade von Tial... Warte mal, Tial wird vom Kohlebeißer verwaltet. Soweit so klar. Der Baumeister hier. Den könnte ich eigentlich tatsächlich in meinem Trupp gebrauchen. Oder warte mal, was für eine Fähigkeit? Der hat Fähigkeit 67 Baumeister. Ich selber, weiß ich gar nicht, wie ist meine Fähigkeit im Baumeister sein. Ah, die ist fast genauso gut. Ah. Naja, gut, okay, das passt dann schon. Nee, aber dann muss ich da jetzt noch zwei Truppen kurz hier rausschmeißen. Oder wie, oder was? Ich bin gerade echt am Überlegen, was mache ich denn mit denen? Kann ich die nicht irgendwie zuweisen irgendwo? Das muss ja gehen, warte mal. Clan. Also. Hier, die Schildmaid, so. Was kann ich denn mit der jetzt? Kann ich mit der nicht irgendwas machen? Kann ich die... Nee, ich kann der... Könnte ein Trupp... nee, einen Trupp kann ich auch nicht erstellen. Nee, ich muss die da selber abliefern. Das hilft nichts. Ja. Gut, okay. Dann schmeiße ich da jetzt zwei Leute raus. Wen schmeißen wir dann raus? Komm. Schmeißen wir zwei Berserker raus. Ist zwar in gewisser Weise bitter, weil die immer sehr, sehr teuer waren, aber... Komm. Der 90er Trupp. It's been a while. So, der 90er Trupp wird jetzt erstmal weggemobbt. Oh, einer tot. Enough. I choose to live to fight another day. Ja, ja, ist okay, du kannst gehen. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Gib mir lieber deine Leute. Dein ganzes Zeug.
Dankeschön. Ja, Sturgia zu mobben ist halt immer echt denkbar einfach, ne? Ich weiß auch nicht, was die KI von Sturgia immer hat. Die erstellen fast nie Armeen. Das ist so lächerlich. Hier. Hey, Schwein. So. Gut, ihr kommt weg. Enough. Ja, ihr könnt gehen, es ist okay. Gib mir deine Leute. Ich kann hier wieder zwei neue mir holen. Ah, nochmal zwei Plätze frei. Ja, dann hier. Komm. Ist okay, jetzt haben wir zwar wieder irgendwie so Schwesternschaftsanhängermüll mit drin, aber das ist egal. Das ist wirklich nicht so wild. So, ich will jetzt die Führung über diese Belagerung übernehmen, bitte. Ah! Wir befehligen die Belagerer. Aber das ist natürlich top. Ja, wenn wir die befehligen, dann können wir Sibir auch gleich mal schön erobern. So, können wir jetzt hier erst einmal... Ah, jetzt bauen die... In was für einer Reihenfolge bauen die denn immer ihre Belagerungsgeräte, Alter? Das ist ja entsetzlich. Alter, das sind solche Räume, das ist echt unglaublich. Ja, die bauen das genau andersrum. Ja gut, wenn das Schwein so ungeduldig ist, dann wollen wir doch mal jetzt hier uns den Kuchen schnappen, oder nicht? Oh, es geht ja schon los. Warte mal, oh fuck. Die haben doch Turmgeräte, oder nicht? Die haben doch Turmgeräte. Hört jetzt mal auf. Egal, komm, hoch. Aua. Ist das eine... Au. Ich krieg den Rücken geschossen? Von... Alter, aua. Und ich bin noch nicht mal oben. Au! Aua! Ihr Säcke! Ich bin halt schon fast tot wegen euch, ihr Arschlöcher. Ah, zu niedrig. Gut, rauf. Also, nix wie rauf hier. Oh Mann. Oh, hier ist das Tor. Ja, dann hau ich mal ein bisschen gegen das Tor, ne? Und draufhauen. Und draufhauen. Und noch ein bisschen. Ja, okay. Vergiss es. Ja, ist gut. Ich bin schon weg. Was, die einzigen Zugangsmöglichkeiten oder gibt es da noch mehr? Nee, Tatsache, ich glaube nicht.
Sehr gut, Jungs. Komm, zertrümmert das Tor. Das war's. Oh, das Tor ist Schrott. Ja, sehr gut. Wir sind durchgebrochen, Jungs. Alter. Ja, sehr gut. Oh Gott. Come on. Ah. Jetzt hat. So. Nächste Welle. Alter. Sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Wir kommen gut durch. Alter. Die verpissen sich in die Festung. Ihr Feiglinge. Mann, Mann, Mann. Ihr seid ja feige. Ja. Aus meinem Trupp sind 3 tot. Unangenehm. Ja, also ich will die Stadt auf jeden Fall haben, ne? Nur damit sich da keine Missverständnisse auftun. Wo sind denn die alle? Hm. Okay, okay, das hat ja funktioniert. Gut. Die haben sich zurück in die Festung verpisst. Na, immerhin. Ja, wir waren jetzt sehr... Also, dass wir da runtergefallen sind, hat uns eine Menge Kraft gekostet, Alter. Richtig unangenehm. Aber trotzdem, hey. Komm. Von mir aus darf Corraine das Ding anführen. Ja, ja, ist okay. Komm, fertig. Ja, wieder 2 Tote. Mann, Mann, Mann. So, hallo Schweinchen. Truppen, was habt ihr denn hier an Truppen? Komm, ich nehme jetzt erstmal alles mit. Der Rest wird an die Garnison gespendet. Und die Gefangenen nehmen natürlich auch alle mit. Alle, sagte ich. Fertig, ja. So, den ganzen Krempel nehmen wir auch mit. So, Sibir wurde eingeladen. So. Und da machen wir das jetzt so. Wir gehen jetzt hier zur Festung. Garnison verwalten. Und da schmeißen wir jetzt den ganzen Scheiß rein. Sojanische Bauer, Plünderer, Kusaitnomaden. Diesen ganzen Schrott. Das kommt alles erstmal weg. Braucht ja kein Mensch. So. Ich kann alles weg. So,
Was denn da noch alles hier? Interessant, was hier nicht alles so gibt. Okay. Irgendwelche Kusait-Einheiten. Angeheuerte Pikiniere. Okay, interessant. Elite Söldner Streitkolbenkämpfer, okay. Genau, packen wir das alles da mal rein. Bis wir eben nur noch unsere eigenen Truppen hier übrig haben. Genau. Ja, das ist ja einiges so an Garnison. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, jetzt fertig. Dann schauen wir mal hier zur Verwaltung. Zur Festung. Ah ne. Stadt verwalten. Das Ding kann die... ja. Ist eigentlich egal. Kann die Schildmaid gerne übernehmen. Super, und ich butter da gleich mal eine Menge Kohle rein. So, 50.000. Und wir fangen jetzt erstmal damit an, dass die Leute, ja, die ganzen Gebäude hier aufgebaut kriegen. Fertig. Und, ja, das wird schon passen. Jetzt nochmal kurz zum Handeln. Lass uns mal kurz hier gucken. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Schwerter. Alles weg. Ja, Alter. Ich mach mal diese Loks weg da. Das war eine scheiß Idee. Hauptsache, da wird nichts mehr gelockt. Das ist ja Quatsch. Super. Und weg damit. Und das heißt, Sibir gehört jetzt uns. Und ja, wollen wir Truppen rekrutieren schon, oder? Obwohl, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht unbedingt. So. Jetzt gehen wir nach Varnovapol und erobern doch das gleich mal direkt als nächstes. You will have to find a... Would you like to submit your... Besitzer von Sibir. So. Ich weiß, die Ratte will das unbedingt haben. Fuck you. Meins. Das... das tut mir sehr leid, aber das ist meins. Der Norden ist meins. Ihr könnt da im Süden euren Spaß haben. Aber das ist jetzt eindeutig meins. Kriegserklärung an westliches Imperium. Der Schakal will das unbedingt, das Schwein auch. Nein, im Moment nicht. Gerne, wenn wir mit Sturge fertig sind. Da können wir uns drum kümmern. Aber das machen wir erst später. So, wir belagern jetzt das Ding hier. So. Okay, die Enteignete ist eine Stufe aufgestiegen. Null Lösegeld, ja, dann lasse ich die bei mir. Dann kann die Alte bei mir verschimmeln. Das ist ja... Also, ihr seid ja lustig. So, angeheuerte Elite-Armbrustschütze. Kommen, die nehmen wir alle mal mit. Noch als Füllmaterial für die Front. Fertig. Was macht das Schwein die ganze Zeit da? Achso, ich könnte hier nochmal was machen. Was ist hier los? Ah! Athletik, oh! Schmerzen ignorieren. Plus 10% Rüstung, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid.
Minus 20% Nahrungsverbrauch. Nee, komm. Das ist schon okay. Schmerzen ignorieren. Berittener Speer. Berittener Speer plus 10% Sichtweite, wenn eure Truppe... Oh, Truppengrößenlimit. Oh ja. Truppgrößenlimit mag ich immer. Ich liebe ein erhöhtes Truppgrößenlimit. So. Top. Die bieten null. Ja, dann könnt ihr mich mal. Wie alle drauf schießen wollen. Ach du liebe Zeit, Rasana hebt auch noch eine Armee aus. Was habt ihr denn jetzt vor? Macht doch hier keinen Overkill. Jetzt ist nur Sturge hier. Ja. Also ich meine nur, ihr könnt mich dabei ruhig unterstützen. Ne? Ich sag's nur so. Aber gut. Drauf geschießen. Sind wir gleich soweit. Jawohl. Auch das funzt. Ja, der Part ist ja dann schon bald wieder vorbei. Leck. Ja. Ja, kannst du den Leck haben. So. Ich will das Ding gar nicht sturmreif schießen. Ich will einfach nur, dass diese nervigen Turmgeräte verschwinden. Aha. Billy-Tor macht wieder Scheiße. Das war ja wieder zu erwarten. Oh, da kommt die Armee zur Hilfe. Nein. Okay, es gibt keine Turmgeräte mehr oben drauf, ne? Drache, ja, okay. Die könnt ihr haben. So. Ja, wenn es keine Turmgeräte mehr gibt, dann würde ich tatsächlich sagen, greifen wir das Ding einfach mal an, oder? Komm. Aber, obwohl, das machen wir im nächsten Part. Ich würde mal sagen, wir speichern das gerade mal. Das ist ja doch ein sehr erfolgreicher Part gewesen. Wir speichern das und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir als erstes mal Varnovapol erobern werden. Mal sehen, wie es da läuft. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Servus und ciao.